Was geht ab, meine Nafris? Mein Name ist Sofian und ich darf euch wieder herzlich begrüßen zu einem neuen Video. Zurück vom Sport, bereit für den zweiten Teil von dem dreistündigen Statement von Abu Julu und Keeps Haram. Leute, auch wenn ich sehr dankbar bin, jeden Tag wirklich aufs Extremste, dass ihr jeden Tag einschaltet zu den Videos. Tut mir bitte einen Gefallen, ne? Wenn ihr euch die reingezogen habt, tut was für euch, geht raus, trifft euch mit Freunden, geht zum Sport, geht an die frische Luft, okay? Weil das ist viel Drama, viel Negatives und das ist auch nicht immer so gut für die Seele, wenn man sich das jeden Tag reinzieht, okay? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Okay, ich bin bei kompletter, voller mentaler Kapazität und ich würde einfach mal sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den zweiten Teil an und in diesem Video ziehen wir uns auch das Statement von Anis rein. Anis hat schon direkt darauf geantwortet, hat anscheinend einiges auch zu sagen gehabt und ich würde sagen, wir kombinieren das jetzt hier und dann im nächsten Video behandeln wir neben dem dritten Teil vielleicht auch eine andere Thematik, okay? Ich würde sagen, halten wir das Gerede kurz. Let's go. Ich habe auch allgemein Angst, dass das seiner Psyche noch mehr schadet und er sich irgendwas tut und so weiter und so fort. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor diesem Szenario bewahren, aber ihr müsst verstehen, ich habe in Bottrop gelebt wie der größte Versager. Jeder aus dieser Kellerzeit, der weiß, ich hatte nie einen einzigen Euro in der Tasche, wo zum Beispiel Sinan, so egal was der getan hat, egal was war, Khair inshallah, so ich weiß, ist verrücktes Thema, aber auf jeden Fall, der Mann kann bezeugen und Can, Maestro, ja, alle möglichen, Nico, jeder kann das, ich habe in einem Zimmer, was die Größe eines Knastes hatte, geschlafen auf einer Matratze, die von unten rum verschimmelt war. Bei Allah, das stimmt. Monatelang. Und diese Frau weiß das. Sie weiß, was ich da durchgemacht habe. Manchmal, ich bin aus der Wohnung gelaufen. Das, was sie erzählt hat, habe ich genauso durchgelebt. Ich bin aus der Wohnung gelaufen. Ich wollte einfach nach Hause. Ich hatte Heimweh. Ich habe meine Mutter vermisst. Ich wollte da einfach nicht mehr sein, weil ich mich auch nicht wie ein Mann gefühlt habe. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie der größte Loser. Und ich wollte einfach weg. Ich wollte flüchten. Bruder, und dann irgendwie... Und dann irgendwie, manchmal hat mich Alim zurückgeholt, Maestro, und die haben mich besänftigt, gesagt, Bro, wir halten das zusammen durch, mach dir keinen Kopf, alles wird cool. Und dann bin ich doch geblieben. Und diese Frau, sie weiß das alles. Und trotzdem tut sie mir das an, ich checke es nicht. Verstehe auch generell nicht jeder Clip. Er meinte doch gerade, dass es Clips gibt, wo sie sagt, dass wir ihre Bestie sind, dass ich ihr Bestie bin und sowas. Jeder Clip, der jetzt gerade in der Umlaufbahn ist, der auch nur ansatzweise an die schlecht redet, unter den Kommentaren. Ja, das hat sie aber gefaked. Hat sie aber gefaked und zu ihrer eigenen Sicherheit. Oder hat's? Boah, das weiß ich nicht. Also bei allem Respekt bei Mois, ja, 100%, ne? Aber bei den Brüdern, ich weiß nicht, Digga, die geben mir jetzt, also auch wenn ich am Ende des Tages diese ganze Urgeschichte teilweise sehr merkwürdig finde und extrem darauf gespannt bin, was deren Erzählung ist, würde ich jetzt ehrlicherweise sagen, geben die mir jetzt nicht Unterdrücker-Vibes. Mois ja, aber die beiden Jungs eigentlich nicht. Außer hinter dieser Fassade stecken wirklich komplett andere Menschen, als das mein menschlicher Instinkt mir da selber sagt. Wieso ist es denn so, dass wir, wenn wir etwas in der Öffentlichkeit sagen, dass alles, was wir sagen in der Öffentlichkeit, auf die Goldwaage gelegt wird, wie zum Beispiel dieser Clip, wo er auf humoristische Art und Weise sagt, dass er ein Mädchen vom Dorf hat. Ich lach mich da kaputt. Das Von ihr ist, gibt es Real Talks, wo sie ernst in die Kamera redet. Ihr müsst euch doch selber hinterfragen, wenn ein Mensch so gut schauspielern kann, denkt ihr nicht, es ist naheliegend, dass diese Person ein guter Lügner ist? Walla, wenn sie 7 Jahre Ehe so geschauspielert hat, was hat sie denn dann noch geschauspielert in diesem Video? Verstehe ich nicht. Und wir können nur... 7 Jahre geschauspielert? Hä? Wie kommt man jetzt auf diesen Satz? Also bei allem Respekt, aber gewisse Sachen sind einfach passiert. Da hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Bei Allah subhanahu wa ta'ala 99 Namen, wir können nur noch mal sagen, wir verteidigen Alim nicht. Alim ist kein guter Mensch. Alim ruiniert unser Leben. Alim hat viel Schlimmeres gemacht, dass unser Leben ruiniert wird, als eine Anis das gemacht hat. Muss ich hier ernsthaft sagen. Aber es geht einfach darum, bevor wir aus Deutschland weggegangen sind, hattet ihr eine glückliche Ehe. Und das ist ein verdammter Fakt. Das kann jeder bezeugen. Ihr wart glücklich. Wallah, ihr wart glücklich. Es war manchmal sogar so cringe, euch zu sehen, wie ihr miteinander Gucci, Gucci, Gucci macht, dass ich einfach weggeguckt habe und dachte mir, what the fuck? Ew, wie kann man das überhaupt vor seinem kleinen Bruder machen? Wallah, das war so. Also verstehe ich nicht, was jetzt gelabert wird in Form von, ja, von Tag 1, weißt ja, du, ich laufe. Wie hast du dich in diesen Mann verliebt? Wie hast du dich in so einen Scheusal verliebt? Ja, verstehe ich nicht. Ich habe eine Sache gesagt, und zwar,
Das Statement von Anis betrifft die negativen Seiten. Okay, es ist ein Auspackstatement, ein Gegenstatement. Mois hat sie versucht, in einer gewissen Licht zu rücken. Es ist klar, dass sie die negativen Punkte dieser Beziehung erwähnt. Jeder weiß, in einer Ehe gibt es auch sehr viele schöne Momente, die auch 100% Anis und Mois gehabt haben. Die haben von diesen 7 Jahren einige Zeit gehabt, wo sie wirklich auch wahrscheinlich glücklich gewesen sind. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass jeder Tag für Anis die Hölle gewesen ist. Das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich nicht. Check das. Dieser nicht. Typ ist hirnverbrannt. Er ist fucking wahnsinnig. Ich gebe dir recht. Aber er war nicht so. Das ist nicht Ali. Ich sehe in diesem Mann nicht meinen großen Bruder, mit dem ich aufgewachsen bin. Er war nicht so. Also ist es ekelhaft von dir zu behaupten, dass dieser Mann, der mit Drogen vollgepumpt ist, immer noch mein Bruder ist. Er ist nicht mein Bruder. Hey, hör mal zu, ich sag dir mal eine Sache, ja? Egal wie dein Bruder ist, okay? Egal was dein Bruder getan hat. Und es gibt natürlich bei allem eine Grenze, 100%. Und ob die Mois überschritten hat, dass man sagen kann, ob der jetzt für jemand anderen Familie ist oder nicht, das ist jedem sich überlassen. Aber ihr seid seine Familie und ihr seid das Einzige, was er hat, okay? Und ich würde, wenn du sagst, ne, ich habe Angst, Yani, was er sich macht, la'alim und a'udhu billah, ich will nicht, dass er sich das Leben, soll uns Allah vor diesem Szenario schützen, ey, dann wäre ich sehr vorsichtig mit solchen Worten und mit so einer Zunge, das in der Öffentlichkeit zu sagen, dass du ihn nicht als deinen Bruder siehst, ja? Also, du kannst nicht das eine sagen und das darauf, das geht nicht. Nun auch so, als ob er von Grund aus, als ob er von Grund aus die Inkarnation des Bösen ist. Alle, die ihn auch nur annähernd verfolgt haben, okay, das mit dem Lügen, das ist eine sehr schlechte Charaktereigenschaft, die hatte er schon lange an sich. Da gebe ich euch hundertprozentig recht, aber diese Psychosen, die er gerade schiebt, so war er noch nie. Also es geht jetzt weiter, Freunde. Ich will mit keinem von denen sprechen, auch mit meinem Vater. Wir sind uns immer aus dem Weg gegangen. Nie habe ich ihm eine aufrichtige Beziehung gehabt, auch wo wir zusammen in einer Wohnung gelebt haben. Also, ihr habt die Frau gehört. So klang sie für euch, als ob sie dazu gezwungen wird, das zu sagen oder sie genötigt wird. Wenn ihr das immer noch glaubt, ich kann euch beruhigen. Abgesehen von diesen Aufnahmen, die wir hier einblenden, sie ist jeden Abend in das Zimmer meiner Mutter gegangen. Wir beide haben es sogar mitgehört. Sie hat totgelästert, nonstop. Sie hat gar nicht aufgehört. Und ich kenne eine zwischenmenschliche Beziehung, die ähnelte das. Da gab es auch eine Frau von der Familie, die sehr oft über ihre eigene Familie geredet hat. Es ist kein gutes Zeichen, Leute. Das ist nichts Gutes, denn die Familie des Bräutigams, die beobachtet, wie ihr über eure eigene Familie redet. Und wenn ihr schlecht und lästert, und am Ende des Tages ist es auch vielleicht ein Trauma-Dump, aber selbst das muss sie realisieren. Prinzipiell vertraut sie das Leuten an, die ihr vielleicht nicht gut gewillt sind, ne? Und sie ist ihr nicht gut gewillt. Also Anis mag Mois Mutter nicht und Mois Mutter mag Anis nicht. Und jegliche Sache, die zwischen denen geplappert wird, wird ja bewertet und teilweise daraus bildet sich ja der Charakter, weil in dieser Art der Ehe, ne, wo die Frau einfach zusammenzieht, kennt man ja sich gar nicht so richtig. Das heißt, die Charakteranalyse findet ja erst nach der Ehe statt. Und so lernt sich die Mutter des Bräutigams und die Ehefrau erst dann kennen. Und dann fängt erst an zu gucken, okay, wie redet ihr über ihre Mutter, wie redet ihr über ihren Vater, wie redet ihr über die Familie. Und wenn ich Anis wäre, ganz ehrlich, ich wäre vorsichtig gewesen, sei ich ehrlich. Also, wem ich was anvertraue und wem nicht. Dein Ehemann ist der, den du deinem mal diesen Trauma-Dumps geben solltest, dem du vertrauen solltest, dem du anvertrauen solltest. Nicht der Familie. Nicht der Familie. Ich gebe euch noch ein gutes Argument, damit ihr uns noch mehr glaubt. Wieso sollten wir sie zwingen, uns etwas zu erzählen, was wir gar nicht wissen? Stell dir vor, ich komme zu ihr und ich sage, ey, guck mal, wir reden gleich und sag mal über deine Mutter dies und jenes. Das ist hirnverbrannt, das macht absolut keinen Sinn. Noch eine Sache, wieso sollte sich meine Mutter diesen Stress auf sich nehmen und sie zwingen, ihre Eltern nicht anzurufen? Was hat sie davon? Was hat sie davon? Es tut mir leid, aber wer ist denn eine Anis für meine Mutter vor 7 Jahren gewesen, dass sie so verkrampft versucht hat, dass Anis in ihrem Leben bleibt? Wieso sollte sie das tun?
Was juckt sich denn eine Mutter, die diese Anis nicht mal kennt, um eine... Naja, wäre das ja sozusagen, dass sie, die Mutter, gewisserweise auch traditionelle Werte festhält. Kann man ja so sagen, dass die Mutter ja versucht hat, Anis in diese Rolle zu stecken, die sie als Mutter für Mois möchte. Das heißt, die Mutter möchte, dass die Frau von Mois ähnlich vielleicht wie sie selber, ne, wie sie, sagen wir mal, die Frau für ihren Gatten gewesen ist, dass sie ähnlich dafür zu Mois ist. So, dass sie halt einfach die tschetschenischen Werte vermittelt. So, als Ehefrau. Und da war sie vielleicht, und das habe ich, das Szenario kennt man halt, dass die Schwiegermutter die Ehefrau des Sohnes zu etwas versucht zu formen, was die Frau oder die Ehefrau einfach nicht möchte. Das Szenario kennen wir schon, haben wir schon 100 Mal gehört. Anis, für sie ist es doch scheißegal, ob sie bei uns bleibt oder nicht. Sie sollen dich und deine Schwester mit den Anrufen nicht belästigen. Die sollen uns keine Probleme mehr machen. Keiner von uns möchte die kontaktieren. Sie sollen damit aufhören. Ich sag das ein letztes Mal, ich möchte das nicht. So, wir kommen auch kurz, bevor wir die nächste Aufnahme abspielen, zu einer Story, die sich abgespielt hat. An einem ruhigen Tag, wo niemand irgendwas Böses gemacht hat, alle waren glücklich, alle waren happy, plötzlich kommt die Mutter und... Ich meine, guck mal, das, ich sag das auch jetzt ganz ehrlich und straight up. Normalerweise bin ich kein Fan von Memo League, okay? Ihr kennt mich. Ich bin, was das angeht, verachte ich sowas maximal. Aber es ist ähnlich zu der Situation von Arafat und Bushido. Man muss das den Jungs lassen. Hätten sie oder wären sie im Besitz dieser Memos nicht, wären die maximal aufgeschmissen. Okay? Die könnten hier was von dem... Sie könnten hier labern bis, keine Ahnung, bis sie umfallen und prinzipiell keiner würde ihnen glauben. Die Memos retten die zu einem gewissen Grad gerade deren Poppes, okay? Weil man muss einfach sagen, hier diese Memos, diese Aussagen von Anis, die sind eine komplett andere Darstellung von dem Statement. Also sie hat nie selber gesagt, dass sie nicht Kontakt mit ihren Eltern wollte. Sie hat nie in ihrem Statement gesagt, dass sie ein gestörtes Verhältnis zu ihren Eltern hatte. Und bei allem Respekt, was sie in ihrem Statement gesagt hat, war, diese zwei Familien haben einen großen Streit gehabt. Das ist eine zu maximal oberflächliche Erklärung dieser Situation. Da hätte sie definitiv detailreicher werden müssen. Die Tante von Anis steht vor unserer Tür, sagt, sie will mit ihr reden. Walla billa, jeder von uns hat Anis gesagt, wir haben sie angefleht, geh zu dieser Frau und rede mit ihr. Was passiert? Anis wollte nicht. Sie, egal, sie was wir gesagt erzählt, haben. Dass sie getötet wird, wenn sie da ja, genau. Dass sie entführt wird, wenn sie da rausgeht. Egal, geht, was wir machen. Getan haben, sie ist nicht rausgegangen. Sie hat es nicht, sie wollte es von selber nicht. Dann irgendwann mal hat diese Mutter und diese Tante sich so krank aufgeregt. Die hatten wohl irgendwie einen krassen Plan. Damit ihr checkt, diese Menschen sind bekannt für diese... Aber bei allem Respekt, ne, das muss ich auch einmal loswerden. Jetzt allgemein so in einer Familie, in der Anis, Mois und die Brüder sich gegenseitig aufgenommen haben, Chats leaken und sowas. Das ist keine Familie, in der ich leben möchte. Real talk. Sich gegenseitig aufnehmen ist insane, Digga. Als Familie, Digga, what? Dramatik. Sie ruft die Polizei und behauptet, da ist ein Mann, er hat meine Tochter entführt und er ist ein Terrorist. Er will sie zwingen, nach Syrien zu gehen. Walla billa, das hat sie gemacht. Das haben sie behauptet. Und dann natürlich ein Schock für uns, erst recht für eine muslimische Familie. So, ihr wisst, wie man jemanden damit auseinandernehmen kann. Erst recht, stellt euch vor, wir wären unkultivierte Affen, die sich nicht wehren können. Das hätte uns hops nehmen können. Zum Glück kannte der eine Polizist aber Alim, ist dann mit ihm zusammen in die Wohnung gegangen, hat sich Anis angeguckt, mit ihr geredet, mit Alim geredet, ist dann zum Entschluss gekommen, dass die beiden wahnsinnig sind, hat die rausbegleitet und so lief dieses Treffen ab. Und solche Dinge sind immer wieder passiert. Die haben nicht aufgehört, die haben uns nicht in Ruhe gelassen. Jetzt die letzte Sprachaufnahme. Schwester,
Schaust du, wann sie die Sprachnachricht abhört? Die sind gerade dabei, das abzuhören. Abus Mutter, ich wünsche uns allen weiterhin alles Gute. Mach dir keine Sorgen, hab keine Angst. Also hier reden gerade meine Mutter und Anis. Ihr merkt, das ist die böse Mutter. Genau, ja. Das ist kurz nachdem Anis diese Sprachnachrichten an ihre Tante da geschickt hat. Abus Mutter, stell dir vor, du lebst mit deinen Kindern, die du später haben wirst, zusammen. Die werden dir in die Wohnung stimmen, wenn du dich schwach zeigst. Wir brauchen nicht eine schwache Frau, stimmt Anis? Damit meine ich jemanden, die ihre Kinder nicht schützen kann. Deswegen musst du dir Kraft aneignen. Ihr müsst auch checken, bei uns ist es normalerweise gang und gäbe, dass eine Frau kommt, wenn sie heiratet, mit 10 Koffern, Kleidung, Sachen, alles Mögliche. Anis hatte gar nichts. Meine Mutter hat ihr Kleidung, alles Mögliche besorgt. Sie hat diese Wohnung von denen eingerichtet, denen Möbel gekauft, Besteck. Sie hat dich so behandelt wie ihre eigene Tochter. Du musst stark sein. Schau, wir essen das Fleisch zusammen. Ja, das ist süß. Ich habe geträumt. Und seh mal bitte. Habt ihr den Kuss gehört, den meine ekelhafte Mutter Anis gegeben hat? Und bitte hört euch mal gleich den Traum an, den Anis meiner Mama erzählt. Ich will das nur nochmal unterstreichen. Im Islam allgemein ist das sehr streng, über einen Traum zu lügen. Generell Träume zu erzählen, da muss man sehr vorsichtig sein. Also gehen wir jetzt alle stark davon aus, dass dieser Traum, den sie hier erzählt, stimmt und der Wahrheit entspricht. Guck mal, ich höre an der Stimme der Mutter, die ist streng, okay? Höchstwahrscheinlich auch streng erzogen worden. Und sie ist auch höheren Alters, okay? Guess what? Hört jetzt genau zu. Es ist eine Erkenntnis, die, wenn man erwachsen wird, die man verstehen muss. Sie haben ihre eigene Zeit gehabt, wo sie aufgewachsen sind, okay? Wer weiß, was die Mutter von Mois alles erlebt hat. Die ist in einem Kriegsgebiet aufgewachsen, ne? Das ist ja Fakt. So. Und sie wird natürlich in einem schönem Bett geschlafen haben jeden Tag, ne? Und jeden Tag das beste Essen gegessen haben und jeden Tag behutsam aufgewachsen. Und wahrscheinlich auch die Eltern waren jetzt nicht so verständlich wie die heutzutage, die Eltern, okay? Und ihr müsst überlegen, diese Eltern oder diese Generation hatte nicht die Möglichkeit, mit der heutigen Zeit diesen Wandel zu machen und zu verstehen und sich zu modernisieren und ihren Charakter der neuen modernen Zeit anzupassen. Weil diese Generation, die ist verankert in dem, wie sie aufgewachsen sind. Die ändern sich nicht. Auf Teufel komm raus. Egal, wo du die hinsetzen würdest, die würden sich nicht ändern. In ihren Arten und ihren Weisen. Okay? Und ja, man kann vielleicht sagen, sie wird wahrscheinlich sehr streng gewesen sein. Sie wird harte Hand gehabt haben. Sie wird auch Ansagen an Anis verteilt haben. Bin ich mir 100% sicher. Aber das ist sie, wer sie war. Und sie wird sich auch nicht ändern. Und man müsste die Geschichte der Mutter kennen, ne, um wirklich einen Finger auf sie legen zu können. Oder zu sagen, ey, was die Mutter alles erlebt hat, ich verstehe, warum sie so ist, wie sie ist. Versteht ihr? Das ist das, wenn man wirklich Empathie für Menschen hat und nicht nur das sieht, was andere Leute sagen, sondern auch hinter dem Horizont schauen kann und verstehen kann, so nach dem Motto, ey, diese Kulturen, die sind älter als wir. Okay, diese Sitten, die sind älter als wir. Warte mal, Junge. Mein Traum hat sich so echt angefühlt, als ob es wirklich real wäre. Abus Mutter lacht. Ich habe nicht die Kraft, auf deine zukünftigen Kinder aufzupassen, außer ich kann mit denen spielen. Ihr solltet selber auf eure Kinder aufpassen. Versteht ihr? Sie ist hart. Das merkt man. Sie ist eine harte Frau. Das siehst du an diesen, was sie sagt, ist hart. Aber sie hat wahrscheinlich auch ein verdammt hartes Leben gehabt. So, wisst ihr? Nein.
Bro, weißt du, was mich so traurig macht? Warte, ich wollte genau das Gleiche sagen, was du jetzt sagen willst, glaube Wären ich. die einfach in Klagenfurt geblieben, hätten Ja. wir irgendwie versucht, diese Probleme zu klären, wäre all dieser Scheiß nicht passiert. Allgemein muss ich im Namen meiner Mutter sagen, als ich nach Deutschland ging und meine Familie hinter mir gelassen habe, um Alim zu helfen, um für ihn da zu sein, habe ich mich extrem ins Negative entwickelt. Walla. Meine Mutter war die, die mich stets gut erzogen und an unsere Religion erinnert hat. Ihr seht das gleiche Muster, aber auch bei Alim. Nachdem er nach Deutschland ging, hat er sehr stark seinen Glauben vernachlässigt, auf viele Dinge nicht geachtet. Allgemein, er hatte so ein Ding, er hat jeden Abend, bevor er schlafen ging, Koran rezitiert, gebetet, alles Mögliche gemacht. Er war ein sehr streng gläubiger Mann. Ich verstehe, das klingt für euch vielleicht komisch, weil er hier und da vielleicht gelogen hat. Darauf werden wir noch eingehen später. Aber allgemein, ich bin fest davon überzeugt, dass das nach Deutschland reisen mir, aber auch ihm extrem Aber auch geschadet uns hat. allen. Ich denke, das Problem ist halt, und ich denke, das ist auch ein Thema, das wir noch später richtig ausgiebig behandeln werden, wenn die Jungs anfangen, über Mäus zu reden. Social Media ist eine Talfahrt, kann eine Talfahrt in den Absturz sein, okay? Es kann dich so negativ beeinflussen, was deinen Charakter angeht, weil du jegliche Art der Emotion verlierst und nur noch von dir selber dich als Performance-Maschine siehst. Und das ist, glaube ich, auch Mäus irgendwann passiert. Sagen wir mal, Mäus war wirklich der, für den wir ihn halten damals. Ne? Sagen wir, er hatte wirklich diese schönen Werte und sowas. Er hat irgendwann den Knacks gekriegt, er hat irgendwann Geld gesehen, er hat irgendwann nur noch jegliche Art von, sagen wir mal, Wert, Essenz, die er in sich getragen hat, ne? Hat er abgelassen für Geld. Geld, 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 Geld. Und was passiert mit Leuten, die nur Geld nach Geld jagen? Die verlieren sich selber, die verlieren ihren Charakter, die verlieren ihren. Ja, das, was sie ausgemacht hat, das, was ihr ihn geliebt habt. Versteht ihr? So. Und das Problem ist, das kann jedem passieren. Das habe ich auch schon mal gesagt. Das habe ich sehr oft in den Videos gesagt. Ich habe gesagt, das kann jedem passieren. Jedem Einzelnen von uns. Es gibt aber Leute, die sich unterscheiden. Und zwar, die schaffen es, sich wieder zu finden. Die schaffen, ihren Kern zu finden. Die schaffen es, wieder sie selbst zu sein. So. Und das ist meist nicht gelungen. Im Gegensatz, Mosch hat die falschen Antworten auf seine Probleme gefunden. Und zwar Drogen und Maschara. So ist es. Ich möchte einen Aufruf starten. Bevor Ali nach Deutschland gegangen ist, kannte ihn gefühlt ganz Wien, kannte ihn gefühlt ganz Klagenfurt, weil es einfach gang und gäbe war. Man kannte sich einfach untereinander und die meisten Jugendlichen, die meisten Tschetschener kannten einen Ali. Jetzt möchte ich euch eine Sache fragen. Ganz Deutschland, ganz Österreich redet gerade negativ über Ali im jetzigen Moment. Ich möchte, dass sich eine Person meldet, die eine Ey negative Junge, Sache. Abu, hör auf, mich die ganze Zeit so böse anzugucken, okay? Reicht mir langsam. Walla, ich habe das die ganze Zeit versucht zu ignorieren, aber jetzt regt es mich langsam auf. Hör auf, die ganze Zeit so böse zu gucken, Junge. Über den Österreich-Alim äußern kann. Eine Person. Ich bitte euch, eine Person. Und dann nehmen wir nicht diese Kritik zu Herzen, wo er vielleicht schlimme oder hässliche Wörter in Videos gesagt hat. Das war natürlich nicht unbedingt gut oder vorteilhaft oder islamisch, aber an und für sich, er als Mensch war ein aufrichtiger, guter Mann. So hat man sich in Wien das sehr oft erzählt. Und das war die Aktion. Hat nicht Alim gesagt, dass er mit 17 irgendwelchen Tschetschenerinnen aufgelungert ist und deren Freunde oder deren Begleiter aufgemischt hat, weil diese Tschetschenerinnen irgendwelche anderen Nationalitäten gedatet haben? Sagen wir mal, Mois hat hier die Wahrheit gesagt. Allein das wäre schon Fakt genug zu behaupten, dass Mois kein vernünftiger Mann gewesen ist. Hallo Mama. Ich werde dir beibringen, wie man Kinder badet, vor allem am Anfang. Ansonsten seid ihr selber für eure Kinder verantwortlich. Denkt nicht, dass du diese Fantasie ausleben wirst, dass ich mich ständig um sie kümmern werde. Oh, Digga. Messers Schneide. Jede Oma ist halt anders, ne? Also, ich kenne auch Omas, die halt, sagen wir mal, in einem schönen Szenario sehr, sehr froh sind darüber, wenn sie das Kind haben dürfen, ne? Wenn sie mit dem Kind Zeit verbringen dürfen, wenn sie mit dem Kind alleine sein dürfen oder können, ne? Das macht normalerweise die meisten Omas glücklich. Aber wie gesagt, ich kenne diese Frau nicht
und sie hat drei Kinder auferzogen. Und Alhamdulillah, dafür habe ich schon den höchsten Respekt vor ihr. So, dementsprechend werde ich niemals ein schlechtes Wort über die Mutter verlieren. Im Gegensatz, ich wünsche ihr die beste Gesundheit, noch ein erfülltes Leben. Aber es ist halt einfach, sie ist halt eine ganz andere Art von Oma, sagen wir einfach so. Meine Mutter sagt zu ihr, denk aber nicht, dass du diese Fantasien ausleben können wirst, wo ich die ganze Zeit mit dir mich um deine Kinder kümmern werde und so weiter und so fort. Quasi sie sagt indirekt, ich habe nicht den gesundheitlichen Wohlstand dafür, weil meine Mutter, ihr müsst wissen, diese Frau, die sie angeblich jeden Tag heimlich verprügelt haben soll, viele Menschen, die mich in meinem Stream-Bereich verfolgen, wissen das auch. Ich habe sogar mal im Stream deswegen geweint, wo ich das erzählt habe. Meine Mutter hat Verbrennungen dritten Grades an ihren Beinen. So, sie hat Hepatitis, sie hat Dutzende andere Krankheiten, Asthma. Sie geht jeden Tag zum Arzt, muss sich kontrollieren lassen, Blutbilder machen, alles Mögliche. Seht ihr? Und genau deswegen ist es so wichtig, seine Zunge zu kontrollieren und über Menschen, über die man nichts weiß, wirklich gar nichts, kein schlechtes Wort zu verlieren, okay? Wallah, diese Frau nimmt so viele Medikamente ein und du willst mir erzählen, ein Mensch, der dir sogar damals sagt, er hat keinen Bock, keine Kraft, mit dir deine Kinder großzuziehen, hat dich jeden Tag geschlagen. Das Beste ist, was ich so verrückt finde, dass er ihr das glaubt. Sie sagt, ja, aber da kann man von niemandem Bestätigung einholen, weil sie hat das immer heimlich in ihrem Zimmer gemacht. Bruder, wie kann man denn sowas heimlich machen? Wie würde sie das überhaupt hinkriegen? Du saßt genau neben dem Zimmer. Ich saß genau neben dem Zimmer. Was war das denn für eine Wohnung? Wie groß war denn die Wohnung? 900 Quadratmeter? So eine kleine Wohnung. War das irgendwie ein Schloss? Oder ich hab's nicht verstanden. Das waren drei Zimmer. Hätte sie einmal ein Geräusch gemacht, hätte doch er das sofort gehört, ich sofort gehört. Oder willst du uns jetzt erzählen, meine Mutter hat den Mund zugehalten und dich verprügelt und so? Ich will noch eine Sache dazu sagen. So, diese Aussage gegen Aussage, ne? Die sagen, es ist nicht passiert. Ernest sagt, es ist passiert. Sehr, sehr schwer, Mann. Ich will auch nicht irgendwie was Falsches sagen, ne? Ich will auch keinen Schuldigen machen, der nicht schuldig ist. Frau, die dir ins Gesicht gesagt hat, ich möchte auf deine Kinder nicht aufpassen. Ich will dir nur einen netten Schulterklopfer geben, dich ins Leben bringen so, und dir beibringen, wie man Erziehung macht. Wie man erzieht, wie man kocht, wie man alle diese möglichen Dinge macht. Du willst uns jetzt erzählen, dass meine Mutter gesagt hätte, ja, die erste Tochter von meinem Sohn wird für immer meine Tochter sein. Meine Mutter hat keine Kraft für sowas. Und du hast absolut keinen Plan, wieso Salsabil in unserem Leben ist. Also bitte halt dich daraus. Woher willst du das denn wissen? Was hast du denn überhaupt mit der ersten Ehe von allem zu tun? Du weißt absolut gar nichts. Also wieso redest du Dinge, über die du keine Ahnung hast? Ich glaube, dass du genug stark bist, Geduld hast. Du solltest stark an das glauben. Du wirst eine gute Mutter sein. Du bist nicht deiner Mutter ähnlich, sondern mir. Das werde ich nie wieder behaupten. Das sage ich manchmal, wenn ich verärgert bin. Bro, ihr müsst eine Sache verstehen, ne, warte. Das ist auch ein guter Punkt, der mir erst jetzt einfällt. Es war für Anis eine Beleidigung, wenn man gesagt hat, du bist wie deine Mutter. Genau. Das hat sie am allermeisten gekränkt. Und meine Mutter sagt hier, ich sag zwar manchmal aus Wut, du bist wie deine Mutter, aber das meine ich nicht so, eigentlich bist du wie ich. Das war die schlimmste Beleidigung für Anis. Das war der größte Front, das hat sie richtig getriggert. Werde eine starke Mutter. Schönen Traum hast du gehabt. Mashallah, du wirst gesunde Kinder gebären. Sind wir auf den Traum überhaupt eingegangen? Ja, ich habe den Traum ja gar nicht gehört. Wir waren in meinem Traum alle zusammen in einem Raum. Mein Schwiegervater und die anderen.
Wer waren die anderen, deine Verwandten? Nein, wir waren wir alle große Junge und hübscher Junge. Nein, wir alle großer Junge und hübscher Junge. Lekant Raskant bedeutet der große Junge und der schöne Junge. Das sind Spitznamen. Die genau, das ist quasi so ein respektvolles Ding in unserer Kultur, wenn man heiratet und zum Beispiel halt die Brüder vom Mann oder besser gesagt die Geschwister, die nennt man nicht bei ihrem Namen, aus Höflichkeit, denen gibt man andere Namen. Genau. Das ist aber jetzt nicht so ein verrücktes Ding, was wir eingeführt haben, sondern... Das finde ich, um ehrlich zu sein, voll schön. Also richtig schön, um ehrlich zu sein. Das macht eine Sache, die ganz Tschetschenien so. So eine Formalität, würde ich sagen. Aber auf jeden Fall, es geht darum, dass wir... Mystische Formalität. Personen sind, die sie in dem Traum genau gesehen hat. Und warte, sie sagt, glaube ich, noch was Wichtiges. Pizza. Achso, nee, sie hat es eh schon gesagt. Das heißt aber... Warte mal. Warte mal. Mois Mutter... hat mit Anis den Arafat gemacht, ne? Digga, das ist insane. Yo. Das ist insane. Sie sagt auf jeden Fall in dieser Sprachmemo, ihr wart alle da in meinem Traum, wir saßen da, wir waren glücklich, aber meine Familie war nicht da. Genau, meine Mutter fragt sie sogar, meinst du deine Verwandten und wir alle zusammen? Sie sagt, nein, nicht die, nur wir, Khaskant, Lekkant, Alim, genau, also Alim, meine Adam, Familie. Abu, Malik, du, also sie spricht zu meiner Mama und zu meinem Vater und sagt, ihr wart da, meine Familie war nicht da und ich war so glücklich, das hat sich sogar angefühlt wie ein echter Traum. Das war ihr Traum. Könnt ihr euch jetzt in irgendeiner Art und Weise vorstellen, dass eine Frau sowas aus Angst erfindet oder uns dabei anlügt? Das ergibt... Egal wie man das dreht und wendet oder wie sehr man unsere Visagen hasst oder auf Krampf einer Frau alles glauben will, was sie erzählt, man kann das nicht verteidigen. Es geht nicht. Es geht aber nicht. Und ich sage euch noch einmal, stellt euch vor, wir hätten diese Beweise nicht, wie viel Unrecht ihr uns angetan habt. Ich frage mich einfach, wie wichtig ist dir dein Glaube, dass du diese Lügen erzählst? Bruder, ich werde, bevor ich dieses Video poste, noch einige Nachrichten, die ich erhalten habe, in meiner Story posten. Einfach nur aus Trotz, damit ihr checkt, wie schlimm wahnsinnig geworden ihr wart. Einer hat mir ja sogar geschrieben, guck mal, darauf können wir auch eingehen. Einer hat geschrieben, bei Allah, mein Herz brennt, das überhaupt gerade vorzulesen oder euch zu erzählen. Ein Typ hat mir eine Nachricht hinterlassen und meinte, wenn ich deine Mutter sehen würde, würde ich sie windelweich prügeln. Astaghfirullah. Vertrau mir, ich schwöre auf Allahs 99 Namen, das würdest du niemals hinkriegen. Glaub mir, bevor du überhaupt in ihre Nähe kommst, würden Dinge passieren, die kannst du dir in deinen kühnsten Träumen nicht vorstellen. Ihr könnt von mir denken, was ich will. Ich stand stets immer meinen Mann. Kannst du das bezeugen? Ich kann es bezeugen, Allah. Noch nie habe ich etwas in solcher Art und Weise auf mich sitzen lassen. Aber das Ganze nimmt ein Ausmaß. Ich kann ja nicht, keine Ahnung, auf diese ganzen Leute eingehen oder mich mit denen auseinandersetzen. Einer von Tausenden war das. Genau, das war einer von Tausenden. Und darauf haben Dutzende Frauen geantwortet, ja, er hat recht. Sollte man tun. Hätte ich auch getan. Ihr wollt mir erzählen, dass ihr irgendwas für Frauen tut, dass ihr für Frauenrechte ein... Das ist ja das Sinnfreie, wenn man... diese Art von Kommentare sogar supported ist, man befürwortet Frauengewalt. Man setzt sich für eine Frau ein, die häusliche Gewalt erfahren hat und supportet dann genau genommen wieder einen Gewaltakt gegenüber einer Frau? Hä? The fuck? Gehirnzellen. Ich sag ja, manche von euch gucken zu viel davon, und verlieren davon zu viele. Nicht meine Zuschauer. Meine Zuschauer sind clean. Das sieht man auch in den Kommentaren. Cleane Motherfucker. Die wissen ganz genau Bescheid. Aber da draußen existieren Menschen, die einfach zu wenig davon haben. Dankeschön. Ihr wollt Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Sogar wenn das, was sie sagt, stimmen würde, wärt ihr bereit, eine andere, arme, alte Frau zu schlagen? Ihr seid krank im Kopf. Wallah, das seid ihr. Ihr habt eure ekelhafte, dreckige Zunge nicht unter Kontrolle und irgendwann mal am Tag der Auferstehung, egal ob ihr an Gott glaubt oder nicht, werdet ihr dafür gerade stehen. Inshallah.
und bei Allah, ich kann hier, so wahr ich hier sitze, sagen, ich war noch nie so traurig über eine Sache, dass ich sage, dass ich einer Person niemals verzeihen würde. Aber bei Allah, ich verzeihe euch niemanden. Nicht einer Person, die meine Mutter beleidigt hat, verzeihe ich. Wallah nicht. Wallah tue ich nicht. Ihr habt jetzt hoffentlich verstanden, wie die Beziehung in Wirklichkeit zwischen meiner Mutter und ihr war. Ich habe auch danach, nach diesem Vorwurf von ihr, dass sie geschlagen wurde, mehrere Male Gespräche mit meiner Mutter darüber gehabt. Ihr müsst wissen, für die Muslime, die hier zugucken, ich weiß, den anderen ist das egal, ich will hier auch niemanden ausschließen, meine Mutter ist eine bedeckte Frau. Sie betet, sie fastet, sie macht alles und sie hat mir hoch und heilig geschworen, dass sie sie nie geschlagen hat. Und ich glaube ihr das. Wenn ihr möchtet, glaubt ihr das auch. Wenn nicht, dann red inshallah. Und über diese Sache mit den Socken, der Bestrafung der Socken. Stimmt! Oh mein Gott. Moment mal. Eine Sache möchte ich euch sagen. Das habe ich vergessen. Ihr geht ja davon aus, dass wir nicht mitbekommen hätten, dass meine Mutter sie geschlagen hat. Hätten wir vielleicht mitbekommen, dass Anis im Wohnzimmer sitzt und eine Socke gerade stundenlang rausfasert, hätten wir doch mitbekommen, oder nicht? Oder bin ich irgendwie geistig behindert? Was zur Hölle ist das überhaupt? Bei Allah, wir haben das doch nie gesehen. Das Ding ist halt, ich nenne nochmal das Argument. Es ist halt, das Problem ist halt, guck mal, in diesem Bereich, ne, weswegen meine Kommentare auch gerade in diesem Bezug der Story von Anis sehr minimalistisch gewesen sind und gerade dann, weil als sie wieder über Mois angefangen hat zu reden, bin ich dann wieder, sagen wir mal, deutlich aktiver geworden, weil ich mir einfach meiner Sache nicht sicher bin, wenn es hier um Aussagen dreht. Ne? Es gab kaum Beweise. Was wir wissen, ist, dass Anis irgendwann eine maximale Antipathie gegenüber der Mutter von Mois gehabt hat und Mois sich da sogar drin bekräftigt hat, per Chat. Das haben wir gesehen. So, Mois selber hat gesagt, ich möchte nicht, dass sie mein Haus betretet. Okay, so. Das Problem ist, wenn es um diese Art Bestrafungsmethode geht, sie ist so absurd, ne, so fucking absurd und so ungewöhnlich, dass ich mir halt einfach schwer vorstellen kann, dass Anis sich das aus dem Zauberhut rausgezogen hat. Aber das Problem ist einfach, guck mal, das Ding ist halt einfach, man muss halt eine Sache verstehen. Hier, boah, das könnte so eskalieren, die zwischen diesen zwei Völkern, ne, diesen zwei Stämmen, ne, die teilweise auch wirklich bereit sind, einen sehr, sehr weiten Weg zu gehen für ihre eigene Art der Auffassung von Ehre. Ne? Jeder hat ja seine eigene Auffassung. Und Digga, ich hoffe wirklich für alle Nukhair. Wallah billah, ich hoffe für alle Khair. Wallah, ich meine das wirklich ernst. Sie nennt so verrückte Dinge, damit ihr zu uns kommt und sagt, es ist so perplex, so wahnsinnig, wieso sollte sich ein Mensch sowas ausdenken? Glaubt mir, sie ist eine notorische Lügnerin und für sie hat sich einen Masterplan damit ausgedacht. Und spätestens jetzt solltet ihr auch gecheckt haben, wieso dieser Hass gegenüber meiner Familie verbreitet wurde. Ihre Familie hasst uns abgrundtief, weil sie da wahrscheinlich plötzlich ankam und denen das Gleiche erzählt hat, was sie uns erzählt hat. Sie sagt denen, dass wir die schlechtesten Menschen auf der ganzen Welt sind, dass wir sie gezwungen haben, dies und jenes zu tun. Und die sehen uns als Feindbild und ich kann mir vorstellen, dass die Mutter oder der Vater, ihr habt selber gesehen, wie hasserfüllt die sind, gesagt haben, ey, bind sie auch in das Video ein, mach das, red über die. Und ich sage euch eine Sache, ich kann nachvollziehen, wieso Anis diese Dinge gesagt hat, weil ich habe mich in den Körper hineinversetzt und ich wollte von ihrer Perspektive wissen, wieso hast du das getan? Aber ich stelle mir jetzt vor, wenn ich da ankomme, nach Jahren und zu Hause und wieder nach Hause will, nach all den Dingen, die passiert sind, nachdem sie jahrelang ihre Familie verkauft und verachtet hat, kommt sie zu Hause einfach vor der Tür mit ihren Koffern an. Natürlich denken die erstmal, ey, der Impostor ist da. 100%. Ich wette, die wollten sie gar nicht mehr reinlassen. Und sie musste sich Sturzlügen ausdenken. Und hat meine Mutter einfach verkauft dafür. Hat Abu einfach verkauft dafür. Malik einfach verkauft dafür. Zeitlich gesehen würde das aber keinen Sinn machen, denn das Statement kommt ja tatsächlich durch die Provokationen von Mois. Würde Anis das Statement so rausgehauen haben, dann würde ich den Jungs eventuell sogar deren Erklärung mehr nachvollziehen können, dass sie sagen, ey, Anis hat jetzt ein Statement konstruiert, was sie halt in dieser Problematik mit ihrer Familie, dass das halt einfach alles glatt biegt. Das Ding ist aber, Mois hat das Ganze gestartet und Anis hat darauf geantwortet. Zeitlich gesehen glaube ich jetzt nicht, dass die Familie maximal involviert sein wird. Das ist nur meine Vermutung, das ist nur meine Auffassung.
Und das nutzt sie jetzt als Grund dafür, wieso sie all die Jahre nicht da war. Ich kann euch noch eine Sache sagen, für die habe ich leider keinen Beweis. Aber damals, ich weiß nicht, wann das war, aber sie hat auf jeden Fall Kontakt zu ihrer Mutter aufgenommen. Und Walla Billa, sie meinte, ihre Mutter hat gesagt, ich bin ein richtig guter Junge. Ich sei ein richtig guter Mann. Ihr tut alles leid, was passiert ist und dies und das. Und jetzt im Nachhinein irgendwie deine ganze Familie denkt wohl, dass ich der Tyrann des Jahrhunderts bin, Astagfirullah. Jetzt noch kurz die Story, wie Anis erfahren hat, dass Salsabil in Wahrheit Alims Tochter ist. Ihr müsst wissen, er hat diese Frau geheiratet und alles ist urplötzlich passiert. Also Es wirklich, es geschah hintereinander. Wir diese hatten gar ganzen keine Zeit nachzudenken, irgendwas zu tun oder sonst was. Dinge, die wir auch erzählen bis jetzt, das sind alles so Dinge, die einfach innerhalb von einer Woche gefühlt passiert sind. Und man muss auch wissen, wir hatten damals nicht diese Bindung, dass wir miteinander mit Frauen sprechen oder sowas. Ich war 20, er war 17 und irgendwie Alim und ich haben nie über Frauen geredet. Hast du mit ihm über Frauen gesprochen? Niemals. Das kam Generell. halt nie zustande. Danach in Köln, Bottrop und so haben wir uns gegenseitig ein bisschen geöffnet und zum ersten Mal über solche Dinge geredet. Aber sonst nie. Also ich wusste gar nicht, dass er mit ihr in der Kennenlernphase ist, eine Beziehung führt oder sonst irgendwas. Generell, Anis war 4 Monate lang oder 5 Monate lang in dieser Wohnung. Wir kannten sie gefühlt nicht mal. Soll ich jetzt herkommen und sagen, ey Anis, komm mal her. Weißt du was? Salsabil ist deine Tochter. Bruder, was ist das denn Es für eine wäre Sache? einfach Es ist random. einfach random, Wir es haben ist nicht halt, meine Frau, es ist so. oh mein Gott, noch eine Sache. Wir waren so socially insecure, Bruder. sein Vater. Bro, ihr müsst eine Sache checken. Bis ich gefühlt 21 war, ich habe noch nie mit einer Frau geredet. Noch, das war cringe für mich. Ich bin generell so ein Neandertaler, wenn es um dieses Thema geht. Und ich hatte halt gar keine Skills, wie man eine Konversation führt oder sonst irgendwas. Ich habe gar nicht mit dieser Frau geredet. Wir haben so gefühlt durch Telepathie existiert. Und ich sage dir eine Sache, wenn dieses Video vor 4 Jahren entstehen müsste, wird einfach nichts dazu gesagt wahrscheinlich, wir Ja. hätten uns einfach in unsere Schildkröten Ja. vergammelt und wir wären einfach gestorben gefühlt, Ich keine meine, Ahnung. ihr wisst doch auch, wie ich in diesen ersten Keller-Videos gewesen bin. Bruder, die Kamera war mein größter Ich Erzfeind. konnte Ich auch nicht bin in die davor Kamera gucken. weggelaufen die ganze Zeit. Also ich kam gar nicht aus mir raus, war nicht so, wie ich bin. Es war ganz seltsam alles. Auf jeden Fall, Ali meinte da zu uns, Walla sogar, Jungs, passt auf, bitte erzählt ihr auf gar keinen Fall, dass Salsabil meine Tochter ist. Ich habe mit ihr darüber geredet, aber das ist ein ultrasensibles Sie kann das Thema. nicht Sie hören. kann das nicht hören, sie fängt immer an zu weinen, sie rastet aus und wir dachten, okay, weil für uns war das halt nicht so ein krasses Problem, weil wir reden eh nicht so viel mit ihr, sie redet auch nicht so viel mit uns, deswegen, Chalas, was sollen wir machen? Bevor ich erzähle, will ich nochmal euer Gedicht. Ja, die Problematik ist natürlich jetzt sagen, auch die Brüder, die wissen von nichts, ne? Die wussten, also Alim hat ihnen halt einfach kommuniziert, dass sie halt mit der, sagen wir mal, mit der Schwester, mit der Ehefrau nicht reden sollen. Und das gibt natürlich dieses Bild von, es Mois ist an allem schuld. Guck mal, wenn es um diese ganze Sache zwischen, sagen wir mal, Tochter geht, ne? Und diese ganze Thematik darum. Ich weiß nicht, also ich bin der Meinung, eigentlich haben die Brüder gar nichts damit zu tun. Ich habe auch gesagt, das sind seine jüngeren Brüder. So, wenn es um sowas geht, ne, gerade in diesem Alter 20, 17, man hat jetzt auch nicht, ne, das Verantwortungsgefühl, wenn es um sowas geht. Ich denke, das ist auch ein bisschen zu viel verlangt von relativ noch heranwachsenden Männern und Frauen. Da müsst ihr auch ein bisschen Verständnis haben. Geistlich gesehen sind wir nicht 20, wenn wir 20 sind. Geistlich gesehen sind wir noch 16, 17 meistens. Und gerade diese Jungs, glaube ich, habe ich das Gefühl, trifft es eher richtig zu. So, die werden natürlich jetzt nicht diese Art von haben, zu sagen, ey, ja, Mois, ja, wusste ich, sag ich die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass sie sich gegen ihren Bruder so auflehnen würden. Da kommen wir zu anderen Situationen, wo ich das meiner Meinung nach viel mehr nötig gefunden habe, dass sie da etwas sagen hätten müssen. Häusliche Gewalt und Co. Das Problem ist aber, sagen wir mal so, die Ehe hat mit einer Lüge angefangen. Okay, mit einer riesigen Lüge. Okay? Ich denke, es gibt nichts Schlimmeres, was du machen kannst, als deine zukünftige zu verschweigen, dass du schon mal in einer Ehe gewesen bist und schon ein Kind gehabt hast. Das ist, wie gesagt, es gibt genug Frauen, die damit kein Problem haben. Ne? Und es gibt genug Männer, die bei das kein Problem haben, wenn eine Frau ein Kind hat. Ne? Aber lass diesen Menschen die Wahl. Lasst diesen Menschen die Wahl, dass die selber sagen, ey, ich bin damit cool oder ich bin damit nicht cool. Ich möchte, dass das erste Kind in dieser Beziehung von uns beiden ist. So, das ist fair, das ist korrekt, das ist menschlich und das ist auch mehr gerade.
Und mach nicht diese Wellen und diese Lügen und so der ekelhafte Moves, ja? Gedächtnis wachrütteln. Bitte erinnert euch daran, wie sie euch dieses Szenario geschildert hat. So Sachen wie... Wie hat sie das überhaupt gesagt? Ja, sie meinte irgendwie, ja, die Mutter von Alim ist gekommen und hat gesagt, das ist seine Tochter, du hast das jetzt zu akzeptieren. Walla billa, das Geschehen ist, war 0,0 so. Ich weiß nicht mehr, wie das rauskam, wie das rausgefunden wurde, aber auf jeden Fall, die saßen dann da und wir haben gemerkt, Bruder, ist voll ernst, Eskalation. Anis saß da richtig angefressen, wütend, richtig Anis sauer. Anis steht, Alim ist auf dem Boden, auf seinen Knien und weint, hat sein Gesicht verdeckt. Und sowas haben wir noch nie in unserem Leben gesehen. Er war absolut entsetzt, Tränen full auf seinem Gesicht. Wo wir so und meine Mutter war perplex. Sie dachte sich, was geht jetzt ab, Bro? Ist das so... Katastrophal so jetzt, was ja. Passiert hier? Unsere Mutter war auch ehrlich gesagt abgefuckt, weil er Selsabil so wenig Wert geschaffen hat. Verleugnet hat, mäßig. Verleugnet ja. Hat, weil es hat ihn anscheinend so wenig gejuckt. Guck mal, das merkt man aber an Mois, und das ist etwas, was ich gar nicht mal so wirklich ansprechen wollte, aber die Kommentare, die Mois über seine Kinder macht, finde ich sehr merkwürdig. Wie er die ganze Zeit über Saifullah redet, und er sagt ja selber, er würde die Tochter nicht erwähnen, weil er sie gar nicht will, dass sie im Internet thematisiert wird. Nichtsdestotrotz finde ich, da stimmt irgendwas nicht. Also wie er seinen Sohn hochhält, finde ich weird, dass er das bei seiner Tochter nicht wirklich macht. So. Ob das jetzt wirklich sinnbildlich dafür ist, wie er seine Kinder sieht, ich will mich da nicht großartig einmischen. Nichtsdestotrotz sage ich, dass er seine Tochter so verleugnet hat, finde ich nicht cool. Finde ich überhaupt nicht cool. Im Gegensatz, das bringt ein Kind alles dahin, das bringt ein Kind dazu, alles zu hinterfragen. Warum hast du behauptet, ich bin deine Schwester, warum wolltest du nicht mein Vater sein? Das bringt ein Kind zum Zweifel, führt ein Kind in die Depression. Alter, verdammt nochmal verantwortungslos. Verdammt nochmal verantwortungslos. Seine Tochter ist, dass er sogar bereit ist zu weinen und so, das ist so peinlich. Ihr müsst auch checken, wie cringe das für eine Mutter ist, die das Kind von ihrem Sohn großzieht, diese Ehe supportet, für diese Frau da ist, für ihren Sohn da ist, die ganze Zeit unterstützt. Und dann sie in so einem Moment mitmachen muss, wo ihr Sohn weint, weil er eine Tochter hat und schon mal in einer Ehe war und sie halt voll angefressen ist. So, ihr müsst das aus der dritten Person verstehen, dass das für sie halt einfach ein seltsames Szenario ist. Ich denke, keine Mutter wüsste, wie man da irgendwie agieren soll. Hier kommt jetzt eine Sprachaufnahme. Da muss ich euch aber, bevor ihr euch das anhört, etwas sagen. Meine Mutter sagt diese Dinge, die sie am Anfang sagt, weil, ihr müsst verstehen, sie hat einfach Angst um ihr Leben. Sie denkt die ganze Zeit, die Familie dieser Frau will sie töten. Also natürlich sagt sie ihr, ey, du musst checken, das ist für mich nicht so einfach, dass wir gemeinsam leben und das bringt mir viele Probleme mit rein. Damit ihr das auch ein bisschen chronologisch versteht, das war circa 1-2 Monate, nachdem Anis schon mit uns gelebt hat. So. Und ich will euch auch sagen, ich könnte rein theoretisch gesehen das einfach wegschneiden und euch nur das zeigen, was gesagt wird. Aber ich will transparent sein, ich will fair sein, ich zeige euch das ganze Gespräch. Aber ihr werdet im Nachhinein checken, dass das, was sie gesagt hat, gut gemeint war. Abus Mutter, Anissa, dich zu akzeptieren und die ganze Blamage auszuhalten, ist sehr schwierig. Glaubst du mir das? Denkst du, mir fällt das leicht, wenn sich die Situation legt? Kannst du mit deiner Mutter zusammen sein? Weißt du, dass es sehr kompliziert ist? Dadurch, dass ich dir glaube, habe ich mich beruhigen können. Ich glaube dir, sobald man über dich lästert, werde ich sauer. Ich lasse nicht zu, dass jemand schlecht über dich redet. Und dazu muss ich auch anmerken, so, sie hat mich kritisiert und meine Aussage in ihrer verfälschten Geschichte eingefügt und meinte, Abu hat gesagt, sie ist so zu Menschen, die sie liebt, deswegen ist sie so streng. Oh, what the fuck? Ja, sie ist streng. Ich empfinde meine Mutter als streng,
Aber das, wie du sie dargestellt hast, das meinte ich auf jeden Fall nicht. Ich meine, die Mutter, die ich hier im Video darstelle, das empfinde ich als streng. Sie sagt manchmal harte Dinge, aber sie will dir damit nur helfen und Gutes tun. Du hast sie aber dargestellt als die Frau, die dich verprügelt und die ganze Zeit genötigt hat und sagst, dass ich diese Sache gesagt habe. Du manipulierst einfach die Menschen. Kann ich noch eine Sache sagen? Für mich ist es auch wichtig zu erwähnen, eine Frau, die gerade vor dir sitzt und 30 Sekunden lang so mit dir redet, denkst du, wie, ha, findest du, weißt du, dass ich dich mag? So, eine Frau, die so redet und nicht mal von dir erwartet, dass du etwas sagst, während sie Ja, dir voilà. Honig um den Maul schmiert. Eine tyrannische Frau würde doch sagen, wieso sagst du nichts? Wieso bedankst du dich nicht dafür, dass ich gerade nette Sachen zu dir sage? Sie will keine Gegenleistung von dir. Sie möchte dich einfach nur bestärken in diesem Moment. Und du stehst da einfach und sagst nicht mal einen Piepser. Wie kann diese Frau ein Tyrann sein? Du solltest dir merken, vor allem für dein ganzes Leben mitnehmen, falls Selim Khan dich beleidigt oder dir was Schlimmes sagt, solltest du es mir sofort sagen. Lass dich nicht mit einem Finger anrühren. Wenn er einmal sich das erlaubt, muss man mit ihm sofort reden, damit er es nie wieder tut. Boah. Hat die Mutter einen Riecher dafür gehabt? Die Aussage trifft, die Aussage ist gut sowie schlecht. Die Aussage ist gut, weil die Mutter vielleicht einen Riecher dafür hatte, vielleicht von der Beziehung, die Mois schon mal gehabt hat, dass sie das mitgekriegt hat, dass er die Ex angerührt hat, weil bei allem Respekt, man muss aber hier logisch nachdenken, das ist kein Gespräch, die sozusagen die Mutter des Ehemanns mit der Ehefrau führt. Okay? Das sagt man nicht. Wenn man als Mutter noch nie mitgekriegt hat, dass der Sohn zulangt bei einer Frau, dann wird man doch nicht der, sagen wir mal, Gattin, der derzeitigen Gattin, sagen, ey, pass mal auf, wenn mein Sohn dir jetzt eine Bombe gibt, komm sofort zu mir und sag das. Das ist Real Talk. Denk nach. Aber, auch wieder schön, dass die Mutter sich vor der Frau stellt und sagt, ey, wenn es passiert, ich bin da. Ich werde dafür sorgen. Ich bin da. Du kannst dich mir anvertrauen. Ich werde dafür sorgen, dass mein Sohn das nicht nochmal macht. Das ist auch etwas, was prinzipiell auch viele nicht machen würden. Viele würden sich da gar nicht einmischen. Deswegen gute Aussage, aber in Bezug zu Mois wiederum schlechte Aussage. Walla, ich muss auch eine Sache sagen. Das ist ein Ding. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns diese Beweise in die Hände gelegt, um uns in dieser Situation zu retten. Muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ich habe so viele Dinge, die ich gerade. Nein, Real Talk, ich muss ehrlich sagen, diese Leaks, ne, die sind Gold wert für die Jungs. Real Talk. Sagen will, aber das so zu viel auf Eigentlich, einmal, weißt du was? Eigentlich müssten wir nur diese eine Nur das, nur das hätte gereicht. Und nichts mehr. Das hätte Meine gereicht. Mutter sagt dir, sollte er dich auch nur mit einem Finger berühren, beleidigen oder sonst irgendwas tun, komm sofort zu mir und berichtige mir das. Wenn dies der Fall sein sollte, müssen wir extreme Maßnahmen eingreifen, weil dann könnte dies zu einer Gewohnheit werden. Sie gibt dir sogar Ratschläge, wie du dich als Frau schützen kannst. Nochmal eine Sache. Eine Frau, die dich schlägt, wieso sollte sie sich darüber Sorgen machen, wer dich noch schlägt? Das macht ja absolut keinen Sinn vorne und hinten. Das? Anis, wenn du mir davon nicht erzählen würdest, wäre das nicht gut. Damals in der Nacht, wo ich nach Hause kam, hat er dir was angetan? Seht ihr? Seht ihr? Ich bin gut. Ich bin gut. Da war etwas. Da war etwas. Guck mal, der Nafri ist heute. Wieso? Deswegen, wenn ich Sport mache, Walla Billa, ich bin auf einem anderen Level. Walla. Sie sagt sogar, ey, das hatte ich sogar überhört. Letztens, als ich reingekommen bin, hatte er dich eh nicht angefasst. Sie hat sogar kontrolliert, ob er irgendwie handgreiflich wird, dich attackiert oder sonst irgendwas. Ihren eigenen Sohn, Sie war suspekt gegen ihren eigenen ja, Sohn. ihren eigenen Sohn hat sie hinterfragt und aufgepasst, damit dir nichts passiert. War er aggressiv?
Ich glaube nicht, dass er dazu in der Lage ist, okay? Zu dem Zeitpunkt hat er anscheinend keine Hand angelegt an Ennis. Das sollte er sich nie eingewöhnen und auch nicht schimpfen. Hat er dich beschimpft? Hat er Schimpfwort zu dir gesagt? Manchmal aus Spaß sagt er das, aber er hat das nie ernst gemeint. Es ist eigentlich so traurig, ja. Walla, ich wollte es auch gerade sagen. Eine Frau, eine ältere Dame, die mit dir gelacht hat, die für dich da war, hast du jetzt einfach, du hast so einen Shitstorm heraufprovoziert, dass die Leute einfach hunderttausende von Nachrichten HS sagen. HS, HS, HS. Wir sind ja nicht mal die, die angegriffen werden. Es ist unsere Mutter. Ich verstehe nicht, wieso. Ich muss auch eine Sache hier reinwerfen, weil ich finde, gerade passt das relativ gut in dem Moment. Aber bis heute hat meine Mutter kein einziges Mal Saifullah oder Safia in die Arme genommen. Nicht einmal gesehen in real life. Sie Angesicht zu Angesicht noch nie gesehen. Walla, noch nie. Diese Frau hat alles Mögliche getan, um das zu unterbinden. Und jetzt vielleicht, ich habe immer in meinen Streams gesagt, das können viele meiner Zuschauer bezeugen, ich habe so einen Knacks, ich kann euch nicht erklären, wieso, aber ich will unbedingt schnell heiraten und Kinder kriegen. Jetzt versteht ihr, wieso. Wallahi billahi, das ist der Grund, weil mich das immer traurig macht, dass sie nie diese Kinder gehalten oder von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Ich habe mir gedacht, ich will selber Kinder haben, selber heiraten und meiner Mutter zeigen, dass sie mit ihrem Sohn diese Beziehung führen kann, auch mit der Frau, und dass wir alle cool miteinander sind. Darum habe ich das immer gesagt. Und wie oft habe ich das erzählt? 1000 Mal, Bro. Noch ein Punkt dazu. Du hattest ja auch gesagt, nachdem du ein halbes Jahr bei uns gelebt hast und dir der Kontakt zu deinen eigenen Eltern verweigert wurde, hast du ja als Punkt auch genannt, danach wurde der Kontakt weiterhin verweigert. Und der Grund war, dass Alim immer im engen Kontakt mit unserer Mutter war und dass Alim immer so dich terrorisiert hat durch unsere Mutter weiterhin, obwohl die Mutter nicht mehr bei dir war. Ich frage mich eine Sache. Du hast ein halbes Jahr, nachdem du uns in den Rücken gestochen hast und abgehauen bist, hast du ein Kind auf die Welt gebracht. Das ist das Kind, von dem meine Mutter die Oma ist. Wie hat denn meine Mutter in diesen Jahren nicht einmal deine Kinder gesehen? Guter Punkt, Wallah. Nicht einmal, wenn doch Alim der beste Freund meiner Mama ist. Und so krass auf sie hört und alles, was sie sagt, respektiert. Die Wahrheit ist, nachdem diese beiden... Nee, also da würde ich den Jungs sogar zum gewissen Grad recht geben. Man hat schon gesehen, den Einfluss auf Alim hatte, dass Alim es einfach auch mitgemacht hat, dass die Mutter die Kinder nicht gesehen hat. Die Frage ist natürlich hier, ist Ennis von dem, was sie berichtet, wenn das alles so stattgefunden hat, könnte man natürlich sagen, hat sie all das Recht zu sagen, ich möchte einfach nicht in Kontakt mit ihr stehen. Ne? Weil, wie gesagt, wir dürften auch Ennis Geschichte nicht vergessen, was sie alles berichtet hat, den Schmerz, den sie erfahren hat, die Tatsache, dass sie sich oftmals selber das Leben nehmen wollte. Das wirkte schon alles sehr chaotisch. So. Aber natürlich, die Jungs liefern hier aber auch wieder eine andere Seite zu der Mutter, weswegen ich auch überhaupt es nicht schön finde, dass sie überhaupt damit eingebunden wird. So. Aber wie gesagt, es ist halt wichtig für Ennis gewesen. Und das werde ich auch nicht, das finde ich auch immer noch wichtig. Aber diese Jungs stellen natürlich oder können, Alhamdulillah, für sie auch selber und für die Mutter, wenn ihr Unrecht getan worden ist, können natürlich auch eine ganz andere Seite zu ihr stellen. Und es ist egal, wie man die Situation denkt, egal wie man über die Situation, es ist de facto extrem traurig, dass die Oma noch nie ihre Enkelkinder zu Gesicht bekommen hat. Real Talk. Menschen nach Deutschland gegangen sind, hat Alim, so hart es auch klingen mag, ein extrem gebrochenes und schlechtes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt. Und das ist nett ausgedrückt. Walla, das ist nett ausgedrückt. Moment mal, eine Sache ist mir noch aufgefallen. In dem Clip hast du gesagt, ich kann mir niemals vorstellen, dass Alim jemals die Hand an mich anlegen wird und mich jemals schlagen wird. Du sagst in deinem Statement, dass du Alim keinen Tag geliebt hast, weil er dich immer geschlagen hat, von Anfang an. Wieso sagst du das dann in dem Clip? Verstehe ich nicht.
Wieso behauptest du irgendwie vor 7, 8 Jahren, dass Alim dich niemals schlagen würde, weil er dich doch so sehr liebt? Verstehe ich nicht. Wieso machst du denn dann überhaupt? Die Sache ist diese, der Punkt wäre natürlich, dass man sagt, ein Mensch kann sich ins Negative ändern. Das heißt, wenn die Mutter schon, und das ist eine Gegendarstellung, wenn die Mutter schon suspekt ist, den Riecher dafür hat, dass ihr Sohn handgreiflich wird, so schwirrt es schon in der Luft. So empfindet die anscheinend Mäusausraster und Beleidigungen, dass sie selbst als Mutter empfinden könnte, dass ihr eigener Sohn die Hand anlegen wird. Wisst ihr, wie verrückt das klingt? Aber es ist halt einfach so. Aber de facto, und wir müssen hier faktisch bleiben, zu dem Zeitpunkt, wann das war, weiß ich genau, hat Alim sie nicht angefasst. Das heißt, es gab eine Zeit von Ennis und Mäus, wo Mäus sie nicht angefasst hat. Fakt. Mit ihm zusammen, wenn er dich doch geschlagen hat. Verstehe ich nicht. Ich möchte hier Alim auf keinster Weise verteidigen. Er ist ein schlechter Mensch. Ich will, weißt du, was ich finde? Das Problem ist, ich habe mal eine Sache gehört, islamisch gesehen. Bei uns sagt man, wenn du etwas von Allah subhanahu wa ta'ala kriegst und dich nicht damit zufrieden gibst und immer mehr willst, wird Allah dir alles nehmen, was du hast. Ich finde, das ist genau das, was dir passiert ist. Ich erkläre dir, wie. Du wolltest erstmal von deiner Familie weg, die du von A bis Z ins Negative geredet hast. Sagen wir mal, auch nur 2% von dem, was du sagst, stimmt. Dann ist das eine schreckliche Familie. Dann bist du zu uns gekommen. Das war ein Upgrade. Faktisch, egal was du sagst. Aber das hat dir auch nicht gepasst. Dich hat meine Mutter genervt. Du wolltest alleine mit Alim sein. Sag mir mal, es ist sogar verständlich. Halas, alles gut. Damit hast du dich nicht zufrieden gegeben, hast dieses Drama ausgelöst, zu dem wir auch gleich kommen werden, und bist mit ihm nach Deutschland gegangen. Dann hast du gemerkt, du warst vielleicht erstmal glücklich und dann wolltest du vielleicht noch mehr, plötzlich wolltest du noch mehr und es ging immer weiter und jetzt merkst du, du hast alles verloren, was du hast. Und ich finde, das ist allgemein eine große Problematik in unserer Gesellschaft, so, die auch viele Frauen und auch Männer haben, dass die heiraten und sich vorstellen, dass diese Ehe das Paradies auf Erden wird. Ihr müsst verstehen, wir leben auf dieser Dunja. Das ist eine Prüfung. Es wird zu Problemen kommen. Diese Probleme muss man meistern. Aber man sollte immer schlafen gehen und sich im Kopf erinnern, Alhamdulillah, dass alles so kam, wie es kam. Es hat seinen Sinn. Und es Prüfung, klar. Eheprobleme, klar. Aber ich würde sagen, dass das, was Ennis irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt geschildert hat, hat nichts mit Eheproblemen zu tun. Und das muss auch keiner dulden. So, wenn jemand angefasst wird, tyrannisiert wird von Mäus, das hat keiner zu dulden. Keine Frau hat das zu akzeptieren. Wo leben wir denn hier? Also bei allem Respekt, aber ist doch so. Alles gut werden. Real talk. Wenn du nicht so tickst, brauchst du dich früher oder später nicht wundern, wenn dein Leben in die Brüche geht. Wir kommen jetzt zu dem Kapitel, wie die beiden abgehauen sind. Das hat sie auch absolut falsch erzählt. So, ihr werdet merken, allgemein nichts, was sie erzählt hat, spiegelt sich mit dem wider, was wir hier gerade erzählt haben. Wir sagen einmal konkret, bewusst, bezogen auf unsere Familie, bezogen auf das, was wir mitbekommen. Genau. Wir können nichts darüber sagen, was passiert ist, nachdem wir nach Türkei gegangen sind. Wir wissen diese Dinge nicht. Wir haben das nicht mitbekommen. Auf jeden Fall, Alim und ich waren in Deutschland. Es hat die FIBO stattgefunden. Wir haben Videos gedreht. Ich denke, sogar viele haben es gesehen. Er war bei Majo auf der Bühne, hat so Sachen gemacht, mit Leuten gechillt. Irgendwie so, daran kann ich mich erinnern. Und dann stand der Tag unserer Rückreise an. An dem Tag ist wohl was unnormal Cringiges passiert. Meine Mutter hat irgendwie in ihrem Handy gesehen, wie sie die ganze Zeit über unsere Familie totlästert bei Alim. Sagt, ich habe keinen Bock mehr auf die, bitte hol mich hier raus. Ich hasse die alle, ich hasse diese Familie, kein Bock zu kochen, kein Bock Haushalt zu machen, die nerven mich. Und für meine Mutter war das komisch, sie dachte sich, ey, die ganze Zeit waren wir doch cool miteinander, alles war doch gut, wieso machst du das? Die Problematik war, die Jungs waren bei der FIBO und sie hat nicht sehr viel Zeit für sich alleine verbracht. Genau. Ich muss das ehrlich zugeben, ja. Sie war ständig bei uns, das war nicht normal. Also diese 2 Tage. Genau, diese 2 Tage, das war nicht normal, dass sie immer bei uns ist, aber wir dachten, dass sie uns mag. Wir dachten, dass sie auch unsere Mutter mag. Sie hat Zeit mit uns verbracht. So, und sie war halt nicht alleine in ihrer Wohnung, weil wir auch Angst um sie hatten. Wieso sollten wir sie denn alleine lassen? Wieso sollten wir das machen? Sie war die ganze Zeit bei uns, Ali war nicht da. Und diese 2 Tage haben ihr anscheinend so den Kragen gesprengt, dass sie abgehauen ist.
Und jetzt will ich auch transparent sein, damit ihr merkt, wie ehrlich ich mit euch bin und das so gut wie nur möglich, so wahr wie nur möglich erzähle. Es kann sein, dass jetzt viele vielleicht ein negatives Bild von meiner Mutter kriegen, aber wir sind Menschen, so wie gesagt. Wenn ihr Anis ihrer Story zuhört, in 7 Jahre Laufbahn hat sie laut ihrem Statement keinen einzigen Fehler gemacht. Das ist aber nicht nur bei Anis so, das ist auch bei Alim so, müssen wir ehrlich zugeben. Alim hat keine Fehler gemacht, Anis hat keine Fehler gemacht. Die waren allgemein charakteristisch sehr ähnlich. Walla, das waren sie, bitte glaubt mir das. Natürlich, Alim hat jetzt seine Psychosen, ist auf Drogen abgedriftet und möge ihm Allah subhanahu wa ta'ala da raushelfen. Aber ihr müsst verstehen, die haben zusammengefunden, weil die allgemein sich sehr ähnlich sind. Auch bei diesen Lügen und diesen Sachen erzählen, rumtricksen, dramatisieren. Auch diese Storys so. Denkt ihr wirklich, alles, was in Streams und Videos entstanden sind, das kam mit einer krassen Planung? Nein, die haben teilweise die Kamera angemacht. Er hat was erzählt, sie hat was erzählt und die haben sich halt ergänzt. Die haben sich ergänzt, ja. Als meine Mutter das rausfand, und das hat sie mir gebeichtet, sie hat mir das ehrlich zugegeben und ich, wie gesagt, ich glaube dieser Frau. Sie ist dann zu Anis gegangen, war komplett entsetzt und schockiert und hat gesagt, was geht in deiner Birne ab, was machst du? Genau. Das hat sie Anis angetan. Wenn ihr das als Verprügeln und häusliche Gewalt ansieht, dann tut mir das sehr, sehr leid. Ich sehe das nicht so. Nein, Mann, kann man. Also da tut man ja sozusagen... Das wäre eine Beleidigung an häusliche Gewalt, das als häusliche Gewalt zu nennen, okay? Und wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, das ist eine andere Kultur, eine andere Sitte. Am Ende des Tages, körperlicher Kontakt ist jetzt auch in anderen Kulturen definitiv etwas Akzeptableres als in, jetzt zum Beispiel in Europa, das muss man tatsächlich sagen. Also so ein Kopfpixer, ich denke, davon hat jetzt keiner großartig Schaden zu nehmen. Also wir müssen jetzt hier auch nicht, ne, etwas überdramatisieren, was einfach nicht überdramatisiert gehört. Die liefern hier eine komplett andere Darstellung als Anis, ne? Unterlegen das aber auch mit Sprachmimos, die wiederum gewisse Erzählungen meiner Meinung nach deutlich glaubhafter machen und wo ich einfach auch, ne, zum gewissen Part auch mit den Jungs bin, dass ich sage, ey, das glaube ich, ne, 100%. Aber es gibt wahrscheinlich auch, und das wird auch wahrscheinlich auch die Wahrheit sein, dass gewisse Sachen von Anis der Wahrheit entsprechen, ne, und dass gewisse Sachen von Abu und Kipcharem der Wahrheit entsprechen. So, wird die Mutter vielleicht doch härter sein, als die Jungs mitgekriegt haben? Ich gehe stark von aus. So, wird sie so monströs gewesen sein, wie Anis das dargestellt hat? Ich glaube nicht. Okay, ich glaube, es bewegt sich in der Mitte. So, das ist jetzt mein Gefühl, was ich habe, während ich jetzt Annie Story gehört habe und jetzt schon einiges von Abu Jolo und Kipcharem gehört habe. Versteht ihr? Das ist so meine menschliche Intuition, dass ich sage, ey, wenn 2 Schilderungen so weit auseinandergehen, dann wird die Wahrheit wahrscheinlich in der Mitte liegen. Natürlich generell dieses Anfassen und so ist nicht schön, aber ich hoffe, jeder, der ein Herz in seiner Brust besitzt, versteht auch nur ansatzweise, wieso meine Mutter so reagiert hat, wie sie reagiert hat. Achso, und sorry, dass ich das auch bei dir gemacht habe. Ab hier habe ich kein Mitspracherecht. Ich saß im Flieger mit Alim auf dem Heimflug nach Klagenfurt. Malik erzählt euch seine Sicht der Dinge. Ja, ich habe natürlich mitbekommen, dass die einen kleinen Beef hatten zwischeneinander. Und man muss zu Anis ihrer Verteidigung sagen, sie hat nicht wirklich was gesagt. Ich glaube, sie hat sich geschämt dafür, dass meine Mutter das mitbekommen hat, dass sie geshit-talkt hat, halt schlimm zu ihr war. Und meine Mutter hat sie angeschrien, das ging irgendwie so 10, 15 Minuten lang, keine Ahnung, lasst mich nicht lügen, vielleicht eine halbe Stunde sogar. Aber meine Mutter hat halt realisiert, dass bald der Moment da ist, dass Abu und Alim halt wieder da sind. Und dann haben die sich halt so wieder vereinigt mäßig und meine Mutter hat ihr verziehen. Anis hat sich entschuldigt, die haben sich umarmt und meine Mutter hat dann gesagt, geh in deine Wohnung, schmink dich, dein Ehemann ist gleich wieder da. Man muss auch sagen, davor haben wir auch Mantisch, dies, das, alles, alles gekocht miteinander. Und das ist halt eben so. Wir sind doch eine Familie. Und wir waren immer der Meinung, dass wir eine Familie sind. Und wenn dein Ehemann gleich wieder da ist, natürlich kocht man da groß. Natürlich wird das ein anstrengender Tag. Und dann ging Anis in ihre Wohnung, hat sich geschminkt, ready gemacht, bis Ali wieder da ist. Und dann... sich quasi schön für ihren Mann gemacht. Also das war nicht irgendwas verstecken oder sonst irgendwas, wie sie das erzählt hat. Das sollte auch so ein großer Tag sein, weil Alim hat uns die ganze Zeit auch angerufen gehabt und gesagt, ey, ich habe so richtig Kontakte geknüpft und YouTube-Kanal wird genau, also das war zum ersten Mal, dass die Leute ihn wirklich auch in dieser Szene ein bisschen akzeptiert haben. Ja, InScope war da, alle waren da, die haben alle miteinander geredet. Und ah, so. Da, ja, ja, ich erinnere mich. Und dann war es irgendwie so, dass
Alim in 2 Stunden kommen sollte. Und wie gesagt, meine Mutter hat halt Anis in ihre Wohnung geschickt und gesagt, schmink dich, mach dich ready für deinen Ehemann. Und dann sind 1,5 Stunden vergangen, irgendwie 30 Minuten bevor Alim und Abu kamen, musste ich halt rübergehen und klopfen und Anis halt holen, weil die halt gleich da sind, wollten den Tisch zusammendecken. Bevor ich das machen konnte, habe ich halt gesehen, dass die Tür sperrweit offen ist und ein Zettel halt auf der Tür halt hängt. Auf dem Zettel stand, ich habe keinen Bock mehr, das wird mir zu viel, es steht mir alles Kopf. Und ihr müsst bedenken, diese Frau war da 5 Monate schwanger. Sie ist abgehauen mit dem Kind in ihrem Bauch und hat alles hinter sich gelassen, obwohl noch alles gut war, wegen ein bisschen Stress. Dann lese ich diesen Text. Ja, aber guck mal, und das ist, glaube ich, das, was vielleicht auch so ein bisschen zurückzuführen ist darauf, dass sie so jung sind. Jeder fasst Sachen anders auf, okay? Und jeder ist auch anders. Jeder verarbeitet Sachen anders. Es kann manchmal sein, dass Leute einer strengen Art, zum Beispiel sagen wir mal, die Mutter, wie Abu Julu selber gesagt hat, die strenge Art, ne? Die kennen das, die sind damit geboren worden, die haben sich schon längst daran gewöhnt, die kennen auch vielleicht nichts anderes. Für die ist das vielleicht normal, okay? Got it. Verstehe ich auch. Aber kann ja auch sein, dass Anis maximal unter dieser strengen Art gelitten hat, weil sie vielleicht sowas nicht kannte, diese Art von Struktur und Aufgaben und Verpflichtungen und dies und das und jenes. Und ja, und ihr hat es einfach angefangen, sich aufzubauen, ne, aufzubauen. Und ich sag ehrlich, ich glaube natürlich auch, ich bin ja auch nicht, ne, sowas beobachte ich natürlich auch. Ich guck mir auch die Bilder natürlich an, die Mois postet, und Anis gibt mir einen People-Pleaser-Vibe. Ein People-Pleaser ist jemand, der jedem gefallen möchte. Und das ist nicht böse gemeint. Das ist im Gegensatz nicht böse gemeint. Aber ich muss hier meine ehrliche Meinung wiedergeben. Ein People-Pleaser ist jemand, der immer versucht, Leuten zu gefallen, der keinen Stress verursachen möchte und sowas. Und ich glaube, das könnte bei Anis der Fall gewesen sein, dass sie der Mutter gefallen wollte. Dass sie den Brüdern gefallen wollte. Im Sinne von, dass sie einfach eine gute Frau muss ist. Dass sie Mois gefallen wollte. Aber sich ständig jemand sein musste, der sie nicht ist. Okay, der sie einfach nicht ist. Und das hat sie aufgefressen. Das hat sie maximal aufgefressen innerlich. Dass sie jemand sein musste, der sie einfach nicht ist. Und ihr kennt das Gefühl. Ihr kennt das Gefühl bei der Arbeit, egal wo ihr einfach jemand sein müsst, der ihr nicht seid. Das macht jemanden, das kann euch kaputt machen. So. Und das ist an dem Tag einfach für die Jungs, für die Mutter, die verstehen gar nichts. Warum? Vielleicht, weil der Streit gar nicht so heftig ist, wie Anis das dargestellt hat. Kann sein. Aber in Anis Welt ist das i-Tüpfelchen gewesen, der Berg. Versteht ihr? Wo sie gesagt hat, I'm out! Irgendwie, und ich habe erstmal in der Wohnung reingeguckt, ich dachte irgendwie ein Prank oder so. Keine Ahnung, ich habe es mir nicht vorstellen können, dass Anis die Wohnung verlässt und die Tür sperrweit offen lässt, wo Alims ganze Existenz drin ist. Alles ist da drin, sein ganzes Setup, alles mögliche ist da drin. Habe Anis nirgendwo gefunden, habe ihre Taschen nirgendwo gefunden, habe gar nichts von ihr gefunden. Ich bin rausgerannt, bin zu meiner Mama gerannt, hab ihr das so voll verschwitzt halt erzählt, weil ich die ganze Wohnung geforstet hatte. Und Eskalation. Schlimmster Tag irgendwie gefühlt in unserem Leben. Das war so Key Memory, was wir einfach bis jetzt nicht vergessen haben. Voilà, das war ein katastrophaler Tag. Also, ich muss auch eine Sache dazu anmerken. Dieser Tag, dieses Geschehnis hat unsere Familie, das, wie wir miteinander funktionieren, alles irgendwie gespaltet. Zerstört, gespaltet. Alles gespaltet. Und wir mussten natürlich Alim Bescheid geben, dass seine Ehefrau weg ist. Schwanger, mit dem Kind. Und der Aufruhr war natürlich Eskalation. Alim hat rumgeschrien, Alim hat gesagt, ich bin 10 Minuten da. Eskaliert. So, er hat das erstmal nicht mal wirklich geglaubt. Bruder, er hat mich auch auf dem Weg dahin gefühlt umgebracht. Wirklich, das war mir so unangenehm, Walla. Er war kaum auszuhalten. Ich habe ihn noch nie so erlebt. Also, es klingt vielleicht seltsam, aber er hat diese Frau geliebt wie ein wahnsinniger Bro. Also. Ja, dann hatte ich mir irgendwie bis zu diesen Tage 400 Euro angespart. Ich weiß noch ganz genau. Und ich war jung, ich war 17 Jahre alt. Ich hatte nicht so viel Geld. Ich habe auch nicht gearbeitet. Ich habe gar nichts. Wir hatten generell zu der Zeit wirklich wenig finanzielle Mittel. Genau. Und diese 400 Euro, Alim hatte irgendwie kein Bargeld. Und ich finde es auch witzig, dass von Anis gesagt wurde, dass alles Alim gezahlt hat. Er musste immer auf seine Einnahmen warten. Und diese Einnahmen waren irgendwie insgesamt 1500 Euro zu dem Zeitpunkt. Wie soll er denn zwei Familien damit ernähren? Mit 1500 Euro? Habe ich auch nicht verstanden, keine Ahnung.
Auf jeden Fall sind wir dann mit diesen 400 Euro rausgerannt. Mein Vater ist mit unserem Auto in eine Richtung gefahren. Ich und Arim sind in ein Taxi gestiegen und haben den Taxifahrer, ich weiß auch nicht, wieso das Arim gemacht hat, aber ich glaube, er war einfach wirre im Kopf und wusste nicht, was er tun soll. Überfordert. Überfordert. Er hat einfach meine 400 Da Euro war ich nicht genommen. dabei, also ich bin einfach mit Mutter zu Hause geblieben. Geil, da hat er mir 400 Euro gegeben. Genau. Er hat meine 400 Euro genommen, einfach so und meinte, hier, fahr uns durch die ganze Stadt, wir müssen so jemanden suchen und sowas. Ne? Haben wir auch nicht überall gesucht, wir haben sie nicht gefunden, nirgendwo. Dann sind wir zur Polizei gegangen, haben Strafanzeige gemacht, oder wie man das nennt, ich glaube Strafanzeige, So mäßig vermisst man. Vermisstenanzeige-mäßig. Ja. Ne? Und die Polizei konnte uns auch nicht helfen, die haben gesagt, ja, wir haben so eine Person nicht gesehen, Erst nirgendwo. recht erwachsene Frau, das ist halt nicht dasselbe wie bei einem Kind, so müsst ihr Genau, auch es ist verstehen. nirgendwo irgendwas gesehen gewesen. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, dass Anis sagt, dass sie nie ein Handy haben durfte und nie ein Handy hatte. Wie wir Anis Genau, gefunden das war ja haben. schon vorher Dings, Ja. das kam ja schon vorher raus, weil du musst Ja. verstehen, wie hätte sie überhaupt diese Nachrichten verschicken sollen an ihre Freundin und über Mutter lästern, wenn sie gar kein Handy hatte? Genau, Sie genau. hatte durchgehend, egal zu welcher Lebenslage, ein Handy. Ja, vielleicht, wo sie mit uns gelebt hat, ein wenig eingeschränkter, weil wenn sie gekocht hat, dies, das, durfte sie nicht unbedingt an ihr Handy, maybe, wovon ich auch nichts mitbekommen habe, Ja. aber eigentlich. Ja, dieses Mitbekommen und so, das ist auch manchmal so, so englisches Gefühl. Die haben schon was mitbekommen, aber die würden das jetzt nicht vor der Kamera sagen. Sagen wir einfach, Enis hat unter strengen Regeln gelebt. Sagen wir einfach so. Und für die Mutter war das wahrscheinlich das Normalste der Welt, also für Mois Mutter, weil sie halt einfach auf dieselbe Art aufgewachsen ist. Und sie hatte eine Ehe und sie hat einfach gedacht, das ist das Mittel in der Ehe, ne, zu einer funktionierenden Ehe, weil sie kannte nichts anderes. So. Und der Punkt ist halt einfach, sie hat natürlich dann versucht, das Wissen, was sie als Ehefrau über die letzten Jahrzehnte, sagen wir mal, gesammelt hat, einer doch schon Frau aus einer Generation, die wahrscheinlich von ihrer eigenen Mutter gar nicht mal so dieses traditionelle mitgegeben worden ist, versucht zu vermitteln. Und Anis war, glaube ich, nicht dieser Mensch. Ne? Anis war einfach nicht dieser Mensch, der unter diesen Voraussetzungen leben wollte. Hat aber, um, glaube ich, mit das Miss Mois funktionieren zu lassen, sich das gefallen lassen und nicht den Mut gefunden, das offen mit der Mutter von Mois zu kommunizieren, dass sie nicht diese Art von Frau sein möchte. Und genau deswegen kam dann irgendwann der Zeitpunkt, wo der Topf geplatzt ist. Meine Damen und Herren, wir fangen das Ende. Das sind jetzt, glaube ich, noch 1 Stunde und 10 Minuten. Das machen wir Teil 3. Okay, wir gucken jetzt das Statement von Anis an. Direkt da reingehen, was sie denn zu sagen hat. Weil ich bin jetzt mal gespannt auf ihre Beschreibung der Situation. Schauen wir mal rein. Meine abschließenden Worte zu dem ganzen Thema und auch zu dem Video von Abu und Malik. Zuerst verdreht ihr Sachen, die ich in meinem Video selber so gar nicht gesagt habe. Ich habe in meinem Video schon erwähnt, es gab einen Riesenstreit zwischen unseren Familien, weil meine Mutter nicht wollte, dass ich in eure Familie einheirate. Wir können zu diesem Streit auch genauer eingehen. Meine Mutter wollte von eurer Mutter, dass sie wartet, bis ich meine Ausbildung komplett beende und ein paar Jahre später heirate. Eure Mutter hat alles versprochen, aber nie eingehalten. Als meine Mutter 2, 3 Tage später herausfand, dass ich verarscht wurde und allerdings bereits Frau und Kind hatte, wollte sie mich mit aller Macht da rausholen. Sie hat sogar mich selbst schlecht geredet, damit ihr mich nicht mehr wollt. Sie hat alles Mögliche gesagt und getan. Genau, das war ja ihre Erklärung dazu. Das Problem ist natürlich, das ist jetzt, um ehrlich zu sein, erwartet jetzt Anis auch, dass ich sehr viel glaube. Ne, das muss ich jetzt auch ehrlicherweise sagen an der Stelle. Dass ich glauben soll, dass ihre Mutter sie vor der Familie so fertig macht, weil sie nicht wollte, dass Anis da lebt, obwohl Anis selber sagt, meine Mutter, ich will mit der nichts zu tun haben. Also wie gesagt, das ist viel erwartet, dass ich glauben soll. Bei allem Respekt. So, da muss ich ehrlicherweise sagen, Ihr sagt, eure Mutter wollte mich gar nicht behalten, aber im Gegenteil hat sie mir sogar gedroht und mich Audios machen lassen, in denen ich schlecht über meine eigene Familie rede. Ich kann nicht beweisen, dass sie mir gedroht hat und mich gezwungen hat. Ich kann nur erzählen, wie es war. Eure Mutter wollte mich da halten, damit sie ihren eigenen Sklaven hat. Zu diesem Sklaven hat sie mich später gemacht. Guck mal, zu dieser Beschreibung, das Wort Sklave ist natürlich jetzt Interpretationssache. Das ist aber, glaube ich, aus der Sicht von Ernest wirklich so gewesen. Ne? Weil halt einfach gewisserweise die Mäusmutter diese Traditionen und diese Art, wie sie selber halt eine Frau gewesen ist, gewisse Regeln hatte, die sie auch für sich selber. Ich glaube, diesen Regeln unterlag sie selber. So, selber. So, dass sie das, Ennis, sie wollte Ennis dazu formen. Ne? Und Ennis wollte das nicht.
Ne? Und das ist halt das. So. Ihr zeigt Audios, wie eure Mutter ruhig redet. Natürlich, wenn sie weiß, dass sie aufnimmt. Zeigt doch Audios, in denen eure Mutter meine Familie auf die schlimmste Art beleidigt und ausrastet. Allein, dass eure Mutter nach 7 Jahren noch diese Audios hat, bestätigt, was ich über eure Mutter sage. Sie ist dieses schreckliche, manipulative, gestörte Mensch, den ich beschrieben habe. Wow, also ich weiß jetzt nicht, ob man unbedingt sie so derbe beleidigen muss. Weiß nicht. Meine Mutter hat leider keine Audios von ihr bewahrt, weil wir niemals dachten, dass sowas eintreffen würde. Aber guck mal, der Punkt ist der hier. Ne? Butter bei der Fische. Wenn sie diese Audios nicht hätten, oh mein Gott, das wäre das Ende für diese beiden. Real Talk, man muss hier wirklich ehrlich bleiben. Ne? Wenn diese beiden diese Audios nicht hätten, die wären Sense, das wäre durch. Wir bräuchten auch gar nicht mehr darauf zu reagieren, meine Damen und Herren. Als Abu und Malik später zu uns nach Deutschland sind, weder Alim noch ich habe gesagt, ihr sollt kommen. Ihr habt es selber nicht mehr mit eurer Mutter ausgehalten. Ihr wolltet selber von ihr weg. Ihr habt Jahre mit uns gelebt. Wenn eure Mutter so arm ist, warum seid ihr nicht bei ihr geblieben? Gute Argumentation an dieser Stelle, muss man wirklich sagen. Wenn es wirklich so derbe am Ende des Tages den Jungs zu Hause gefallen hat, warum nach Deutschland kommen? Man müsste natürlich sagen, nach der Erklärung von Abu und Kieb und dass sie sagen würden, ey, die haben ja oftmals erwähnt, dass die halt in einer sehr, sehr schwierigen finanziellen Lage gewesen sind. Und es kann natürlich auch sein, dass Mois denen immer eine Art von Erfolg versprochen hat. Das weiß man halt einfach nicht. Aber ich verstehe, was Ennis hier meint. Das alles habe ich niemals gewollt. Hätte ich das gewollt, dann hätte ich schon nach Braunschweig, als ich bei meiner Mutter war, mich hinsetzen können und ein Video drehen. Da bin ich ihr. Da gebe ich Ennis 100% recht. Ich glaube nicht, dass dieses Statement in irgendeiner Art und Weise einen Bezug zu ihrer Beziehung zu ihrer Familie hat. Glaube ich nicht, weil der Zeitpunkt wäre ein anderer gewesen. Hätte all dies niemals öffentlich gemacht, das war alles euer Bruder Alim. Er hat nicht nur mich, sondern euch und alle Beteiligten in Familie im ganzen Internet blamiert. Ich habe meine Geschichte erzählt und bewiesen, was ich bewiesen konnte. Was ich nicht beweisen kann, ist jedem selber überlassen, ob er der Sache glaubt oder nicht. Gut, denke ich auch. Mir ist auch egal, welche Partei mein Glauben schenkt. Ich werde bestimmt nicht ein Video nach dem anderen drehen, einen Krieg hier führen, bis einer gewinnt oder verliert. Alle meine Videos zu drehen hat mich Tage gekostet mit 1000 Anläufen. Mit der Angst, dass man mir nicht glaubt, ich sogar noch schlechter aus der Sache rausgehe. Jetzt will Ami mich weiter im Internet mit aller Macht fertig machen, damit ich hier verschwinde. Das alles hier ist nicht Abu, Malik oder meine Schuld. Das alles hier ist Ali. Ali tut das jeden von uns an. Ja, aber okay. Einen Punkt muss ich tatsächlich da einführen. Wenn sie doch der Meinung ist, dass Alim der böse Mann ist, ne, und diese Brüder sie ja in irgendeiner Art und Weise, die ja doch befeuert haben, dass sie gesagt haben, ey Alim, du Dreckiger, ne, jetzt werden wir dich auch noch auseinandernehmen. Das war ja am Ende des Tages ein Pro-Ani-Statement, was die Brüder, bevor Anis ausgepackt hat, ne, an die Öffentlichkeit gebracht haben, indem sie gesagt haben, wir werden gegen dich auspacken. Anis wurde ja nicht erwähnt. Da muss ich tatsächlich fragen, warum sie es für nötig empfunden hat, diese Brüder in dieser Art und Weise darzustellen. Auch wenn es vielleicht der Wahrheit entspricht, ne, Es ist immer noch eine Entscheidung gewesen, von ihr selber zu sagen, ich werde diese Brüder mit einbringen und denen ein gewisses oder sie in ein gewisses Licht stellen, ohne die positiven Erfahrungen, die ich mit ihnen hatte, zu erwähnen. Real Talk. So, warte mal, ich möchte nur einfach nur in Ruhe gelassen. Ich bin aus diesem Leben weg und möchte endlich mein eigenes Leben leben. Wünsche ich ihr wirklich. Also das ist etwas, was ich Ennis wirklich vom Herzen wünsche. Ich möchte mit keinem von denen in Verbindung gebracht werden. Ich will endlich einfach nur in Ruhe gelassen werden. Ein paar Sachen, die du verdrehst hast, Abu. Als ich in eurer Familie eingeheiratet habe, hat keiner von euch gearbeitet, außer Ali mit seinem YouTube. Ob du davor bei einer Tankstelle gearbeitet hast oder sonst was, weiß ich nicht. Da war ich noch nicht da. Die Sache mit den Hunden war in Köln. Während den Umzug nach Oberhausen wurden die Hunde abgegeben. Das kann jeder bestätigen, der damals bei uns war. Nebel sonst wer. Belgien kam nach Oberhausen, da gab es die Hunde schon nicht mehr. Als die Sache in Braunschweig war, habe ich selber gesagt, dass ausgemacht wurde, dass ich mache, was du sagst, versuche in die Türkei zu kommen. Ich wollte wieder das tun, was deiner Familie von mir verlangt. War bei meiner Familie, weil sie selber gesagt hat, ich soll erstmal mit. Bis die Anrufe von deiner Mutter kamen, in denen sie mir für alles die Schuld gab. Ihr wusstet, was alle mir angetan habt. Und wollte trotzdem, dass ich mit ihm wieder zusammenkomme und in die Türkei ziehe. Allgemein, vieles, was du über mich behauptest, Sachen, die ich getan habe oder gesagt habe, sind falsch. Aber wie ich schon sagte, ich kann nicht beweisen, dass Abu lügt. Es ist mein Wort gegen seines. Prinzipiell zu vielerlei Dingen, die zwischen den beiden geschildert worden sind, würde ich tatsächlich sagen, es ist Wort gegen Wort.
besser kann man das eigentlich nicht zusammenfassen und es ist jedem von sich aus überlassen, wem man mehr glaubt. Ich bin aber hier nicht, am Ende entscheidet, wer von den beiden der glaubhaftere ist, ne? Ich kann nur sagen, wenn ich manchmal was vermute, was angedeutet werden kann, das kann ich natürlich erwähnen, aber das ist am Ende des Tages nicht mein Job, meine Damen und Herren. So, im Grunde bin ich schon an den Punkt gekommen, dass ich den ganzen Sachen nicht mehr hinterherkomme. Ich habe keine Kraft mehr für all das. Und wie ich schon sagte, ich will einfach endlich in Ruhe gelassen werden. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der mir glaubt und mir positive Nachrichten zukommen lässt. Dankeschön an jeden Einzelnen, der mir in dieser Zeit hilft. Okay, das ist irgendwas Fake, bla bla bla. Okay, meine Damen und Herren, das war die Aussage von Ennis. Wir sehen uns in ein paar Stunden zu dem dritten Teil und zu dem letzten Teil. Und dann geht es weiter.